Gude und hallo, hier ist mal wieder der Andi. Heute mal wieder aus der Ideenwerkstatt. Letzte Woche habe ich euch ja gezeigt, wie man so ein kleines Erntekörbchen flechten kann. Und jetzt kam natürlich dann entsprechend die Frage auf, was könnte man denn noch ändern an dem Körbchen, an den Stirnseiten, um zu verhindern, dass zum Beispiel geerntete Tomaten oder sowas eben rausrollen können. Ich denke, ich habe da eine ganz simple und einfache Lösung und das könnt ihr auch alle umsetzen, denke ich. Und das möchte ich euch gerne heute mal zeigen. Und für die, die es interessiert, hätte ich dann hiernach noch einen kleinen Filmbeitrag von meinem ersten Tag wieder dieses Jahr im Freilichtmuseum Hessenpark als Vorführhandwerker. Aber jetzt fangen wir erstmal mit dem Erntekörbchen an. Und zwar habe ich mir überlegt, was ganz, ganz Einfaches hier an der Stelle in der Form abzuflechten, habe ich ausprobiert, ist nicht wirklich schön umzusetzen, sieht optisch einfach auch nicht so ganz optimal aus. Aber dadurch, dass wir hier eine ungerade Anzahl an Stagen haben, lässt sich was anderes sehr schön machen. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar nehme ich hierfür eine etwas dickere Weide. Also die ist nicht sehr dick, aber die ist eben dick genug, damit sie eben hier in dieser Ritze auch reinpasst und schön festgeklemmt werden kann. Machen wir folgendermaßen. Ich schneide die oben ein Stückchen an, nehme jetzt meinen Friemen und gehe hier quasi auf der Seite in diese Kante rein und ziehe die Weide hier rüber und gehe auf die Seite auch rein. Sprich, ich bohre ein bisschen Platz, stecke die Weide hier hinein und zwar so, dass sie richtig schön fest drin sitzt. So, also ist schön fest. Jetzt benutze ich den Friemen einfach nur zum Überbiegen. Man kann natürlich auch was anderes verwenden, ganz normalen Schraubenzieher hierfür. Den halte ich jetzt hier an die Kante und biege hier die Weide drüber. So, drüben angekommen, suche ich mir die Stelle aus, wo ich ungefähr abbiegen muss, um es ins Geflecht zu stecken. Da halte ich jetzt den Friemen wieder dran und biege das dann hiermit in Richtung dieser Stelle. Jetzt schneide ich das Ganze hier einmal ab, schräge das auch hier an, stecke das jetzt hier drüben auch ins Geflecht hinein, nehme mir das Schlageisen und klopfe das quasi hier fest. So, jetzt haben wir schon eins drin. Und so simpel wie das jetzt aussieht, machen wir noch ein zweites mit rein. Also das ist fester, als man glaubt. Und zwar mache ich noch eins unten drunter in diese Reihe rein. Und das sollte dann eigentlich auch schon genügen. Wieder angeschrägt. Bisschen vorgebohrt. Einstecken, wieder überbiegen, drüben bei und hier wieder mit dem Friemen drunter gehen, da wo es abgebogen werden soll. Ich zeige es mal auf der anderen Seite, dann sieht man das besser. Also ich lege den Friemen hier hin, weil hier soll es reingesteckt werden, also hier hinein. Und da lege ich jetzt den Friemen hin und mache hier so einen kleinen Knuff. Zack, jetzt haben wir das da schon mal abgesetzt. Jetzt schneide ich das ab, schneide das einmal an, stecke das hier mit hinein, nehme wieder das Schlageisen. Yep, das hält. So, schaut mal. Das ist jetzt quasi die Tomaten-Runterrollschranke. Ich finde, wenn man sich das so anschaut, ist es so ein bisschen, als würde man etwas Modernes mit was Rustikalem verbinden. Und ich habe mir gedacht, ich lasse diese Spieße hier vorne trotzdem dran, weil mir gefällt das irgendwie. Und das gleiche mache ich jetzt auf der anderen Seite. Und dann sind wir damit auch schon wieder fertig. Und schon haben wir es fertig. Einmal hier oben, einmal hier, einmal hier. Und man sieht, da rutschen keine Tomaten mehr raus. So, ich hoffe, das hat euch weitergebracht. Ich denke, das ist eine ganz sinnvolle Ergänzung eigentlich.
Also wer das so haben möchte, der kann das also auf einfachstem Wege, wie man sieht, quasi ergänzen. Und es hält auch schön fest im Geflecht drin. Also eigentlich eine ganz prima Sache. Und wenn ihr nun Lust habt, könnt ihr mal schauen, wie so der erste Eindruck für mich war, wieder im Vorführhandwerk zu arbeiten. Ja, viel Spaß dabei und ich denke, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Wenn euch diese kleine Ergänzung gefallen hat, dann würde ich mich über den Daumen hoch sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Bis dahin, ciao, euer Andi. Ja, wie ihr seht, bin ich heute wieder das erste Mal an meinem Arbeitsplatz hier im Hessenpark, im Freilichtmuseum Hessenpark, als Vorführhandwerker fürs Korbflechten. Wetter ist eigentlich ganz gut und ich hoffe, dass halt ein paar Leute kommen, die auch für interessante Gespräche sorgen. Auf jeden Fall bin ich froh, wieder hier zu sein und wieder meines Amtes zu walten. Thank you.